Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft After Humans. Ja, ich muss gleich vorweg mal was sagen. Leider Gottes eine eher schlechtere Nachricht. Wie die Musik gerade passt. Ja, also, das Thema ist, es wird der wahrscheinlich letzte oder vorletzte Part dieser Staffel und dann werde ich eine Pause machen müssen. Nicht mit Minecraft, sondern mit dem Let's Play, beziehungsweise auch das Stream-Projekt, das ich ja eigentlich starten wollte. Warum? Es ist ganz einfach. Ich glaube, okay, jetzt geht's gerade. Man kann es sehen, ich werde jetzt ein bisschen bewegt. Es ruckelt ja wie die Pest, ne? Also, das ist ja hier grauslich. Ich meine, ich kann jetzt mal was hier machen. Ich kann mal kurz schlafen gehen. Also, das ist grauslich. Ich war demnächst mit Ebony auf Reise, da, also ja, da habe ich feststellen dürfen, hey, was du hier machst, ist auch nicht gerade so die Welt. Dieses Threading oder wie das heißt, also dieses, dass hier das Bild nicht synchron ist, also dass einzelne Bildteile verzerrt sind, also nacheinander, also nicht dann gezeichnet werden, wenn sie sollten. Hat zur Folge, dass mir immer schlecht wurde beim Minecraft-Spiel. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt und so weiter und so fort. Aber da habe ich jetzt V-Sync angemacht. Das ist auch jetzt aktuell an. Dann läuft das Ganze. Ohne Aufnahme. Ich habe jetzt in OBS ein bisschen rumgespielt. Ich bin zwar der Meinung, es ist jetzt ein bisschen besser als wie vorgestern, weil da hatte ich nur noch 5 bis 15 FPS. Das ist jetzt ein bisschen besser. Aber so die Welt ist es nicht. Nun, ich hatte ja vor dieses Jahr mir... Gott, der Part kommt auf Ende vom Jahr. Im Himmel. Mir einen neuen... Echt jetzt. Bitte, mir einen neuen PC zuzulegen. Ja, diesen neuen PC, den ich mir zulegen wollte. Also, ich habe noch keinen festen, aber das müsste ich mir halt an dem Max antun. Er sollte schon ein bisschen mehr können und dementsprechend würde er auch ein bisschen preislich was kosten. Was wollte ich irgendwann dieses Jahr machen und jetzt? Naja, ich werde mich jetzt so schnell wie möglich drum bemühen, damit ich weiter aufnehmen kann. Und dann auch streamen kann, weil ich wollte ja Minecraft eigentlich auch streamen, wegen der Menge, die dann gemacht wird. Das ist nämlich teilweise einfach ein bisschen viel. Aber ja. Nach wie vor dieses echt wunderbare Problem. Zinn? Ah, da haben wir. Wo ist denn Zinn? Ach hier. Nach wie vor dieses unglaublich tolle Problem aktuell kann ich da nichts mit Minecraft machen. Das bedeutet, wohl oder übel, sag mal, wohl oder übel wird es draus hinauslaufen, dass jetzt Minecraft Let's Play erst einmal flachlegen wird. Ich werde aber diesen Part jetzt nutzen, euch das Ganze zu zeigen. Für manche, also zu zeigen, was ich noch gemacht habe und so weiter und so fort. Für manche, die jetzt sagen würden, ey, was machst du denn Shader nicht aus? Ich habe auch die Light-Version des Shaders probiert. Also ohne Shader möchte ich nicht spielen. Die Light-Version des Shaders habe ich probiert. Muss aber dazu sagen, viel ändert sie auch nicht an der Performance, außer dass es schlechter aussieht, minimal. Also habe ich mir gedacht, gut, komm, lässt er gehen. Ja. Du probierst es jetzt halt einfach. Ich sag mal so. Mal gucken. Also aktuell sehe ich ja, dass es anscheinend wieder etwas läuft. Das ist schön. Also etwas. Nun, es ist ja jedenfalls viel passiert seit dem letzten Mal, seit dem letzten Part. Ich habe die leider immer noch nicht hochgeladen und ich muss dazu sagen, warum auch? Das bringt mir ja aktuell eh nichts. Die kommen irgendwann mal irgendwann. Hey, es ist wieder ein bisschen was da. Es freut mich.
So, Inventar gespitzt. Ja, man sieht, ich habe ein bisschen Zeug im Inventar. Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Na, rein darfst du schon. Nun, wie gesagt, es ist, wie es ist. Schauen wir einfach einmal, was wir draus machen. Nun, denn zu den Neuerungen. Aha. Zu den Neuerungen habe ich jetzt eigentlich hier. Na, da hat er nichts. Eieiei. Wir schauen jetzt erst einmal ganz kurz hoch. Es gibt ein paar Sachen. Zuallererst. Wie man sieht, man haben jetzt ein bisschen mehr Server-Slots hier oben. Nicht nur 4, sondern 8 Spieler. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist, weil das ist sonst doof. Ne? Also, mal gucken. Ja, das ist schlecht schon ganz schön aus. So, sollen wir mit Bären pflücken gehen? Ach, jetzt geht ja die Performance. Was ist heute los? Egal wie. Ja. Ich habe zum einen den Server umgezogen. Und zwar zu Gportal. Das hatten wir zwar schon mal probiert, hatten Probleme mit FPS, aber egal wie. Wir haben jetzt Zuwachs auf dem Server bekommen. Ein Freund hat sich noch mit ans angeschlossen und so weiter und so fort. Ja, jetzt sind wir wieder toll mit den FPS, ne? Also. Jetzt sind wir wieder schlecht. Aber egal wie. Haben Zuwachs bekommen und dann wurde der dann gleich mit der Technikerin anfangen wollen. Da habe ich gedacht, na gut, pass mal auf. Wollen wir ja auch. Und wir wollen eigentlich ja auch einen Platz für Spieler haben. Und es soll ja auch möglichst flüssig laufen. Man soll spielen können, man soll reisen können, ohne dass man Probleme hat. Reisen kann man jetzt auch endlich. Das ist das Gute dran. Bisschen umgezogen, haben jetzt erst einmal nur 6 GB zur Verfügung. Allerdings, selbst wenn ich jetzt fliegen tue im Creative-Modus und es quasi herausfordere mit dem Chunk generieren, ja, das ist für ihn kein Problem mehr. Da hat er also maximal 10% Auslastung, 15%. Auch mit mehr, also, upsa, auch mit mehreren Spielern jetzt hier macht es auch nichts mehr. Da ist er schön. Also der ist so, also keine 20% braucht, der braucht so bis zu 15% so. Und das ist halt im Vergleich zu, was man vorher hatte, alles andere als schön. Da hatte ich zumindest auf dem einen Kern immer eine Auslastung von, wie heißt denn das? Ja, was sage ich denn da jetzt? Eine Auslastung von circa, ja, 100%, sobald da nur ein zweiter Spieler da war. Beim dritten war es dann ganz aus, da war es dann Dauerauslastung 100 Pro. Ist egal. Wir haben es jetzt hinter uns. Das liegt hinter uns, der Server ist da, wir freuen uns. Der Ping ist ähnlich gut bei mir. Ach ja, ich habe was vor. Hier, Wolle mitnehmen. Ach, uno momento. Ja. Weil, wie man sieht, habe ich mein Haus bereits ausgekleidet. Das habe ich auch geschafft. Das habe ich alles ohne gemacht, weil ich kann doch nicht so viel aufnehmen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich das wieder hinpflegen soll. Also jetzt ist es schon wieder echt genial, ne? Egal. Ja, es ist schon wieder top hier. Naja. Egal wie, ich weiß nicht, wo ich es alle aufnehmen soll. Ja. Nun denn, Weizen. Das ist die falsche Seite. Weizen kommt dahin. Passt. Das kommt dahin. Kann ich eigentlich aus Baumwolle normale Baumwolle machen? Baumwollsamen. Kann man Baumwolle? Krass, kann ich alles aus Baumwolle machen? Dann habe ich zwei Baum. Aha. Aha. Ah ja. Zwei Kerzenusbeeren macht. Was, eine Baumwolle? Also kriege ich Baumwolle her, aber. Okay, was ich aus Baumwolle machen kann. Genau.
Also offenbar nicht einfach irgendwas. Schade. Da haben wir Mulch, dann haben wir Kompost. Das ist jetzt aber mir egal. Formlose Herstellung. Mehr kann man nicht aus Baumwolle machen. Das ist schade. Das heißt, normale Wolle kriege ich so einfach nicht. Das ist jetzt irgendwie doof. Also ich kann Fäden machen. Aber aus Fäden kann ich wieder eine Wolle machen, ne? Das ist gut, weil ich habe mich entschieden, ich will Wolle. Also ich will alles aus Wolle haben. Das ist dann schick und modern. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt will, aber zumindest im Boden. Ich könnte ja damit schon mal anfangen, ne? Das wäre ein richtig schönes, schickes, modernes Haus. Jo. Ja. Ja, wo ich, also ich war ja noch nicht fertig, ne? Also Baumwolle, das kommt jetzt nicht. Das Haus auskleiden, das kommt dann. Wir haben Zuwachs bekommen und zwar ist Peachy auf unserem Server gelandet. Apropos Peachy, wir haben Briefkästen. Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Ja, ne? Apropos, wir müssen noch kurz was machen. Habe ich mich entschieden, das machen wir doch, weil sonst ist es echt ein Scheißes mit dem Hin- und Her-Schicken. Also bitteschön. Das war keine gute Idee. Das sollte ich geschwind ändern. Acht. 16. Und das machen wir. Warum auch immer ich da schon. Egal. Okay. Machen wir es so. Das ist nicht gut. Okay. Entschuldigt mich bitte meinen Augenblick. Wo sind wir da? Ist nicht gerade gut, merke ich gerade. Was auch immer ich hier getrieben habe, ist nicht gut. Und jetzt komme ich nicht mal mehr raus, ne? Also ich habe das schon richtig. Hab das schon richtig gut gemacht. So. Admin-Dings erledigt. Nun, wo ist der Typ? Also, FPS. Also hier habe ich normalerweise flüssiges Bild. Man sieht, das ist hier nicht der Fall. Es sind hier FPS, die sind unglaublich kacke. Ich kann mal probieren, aber ich sage euch, das wird nichts. Nee. Es wird einfach echt nichts. Ey, machen, was ich will. Ja, besser. Gut, der hat noch nicht wirklich viel zu zeigen. Wir können ja mal kurz hinspitzen, oder? Spitzen wir mal kurz hin. Ja. Das ist alles. Da ein Feld. Ein Zuhause. Mit Zeug. Einem offenen Loch und einem Briefkasten, für den er überfordert ist. Gut. Nun, ich gehe nochmal zu Hause zu mir, nach zu Hause zu mir. Ich meine, dass ich das hier ausgebaut habe, hat man wahrscheinlich gesehen, das wahrscheinlich noch nicht. Da habe ich hier ein paar Sachen, die eigentlich hätte ich die gerne mit euch gerne gemacht. Holland, also so eine Blumenwiese. Und einen, also, oh Gott. Und einen WLAN-Berg. Der ist auch ganz interessant. Und ja, wir haben auf unserer Reise, wir sind 5 Minuten gereist und haben einen WLAN-Berg gefunden. Ich meine, gut, ich gebe zu, unsere Reise betrug länger. Wir hatten ja schon, wir waren schon, das war unser wie viel der Step auch immer. Aber egal.
Mal Spaß. Egal wie, ja, es ist geschehen. Nun, apropos geschehen. Ich habe mir ein Mühskraft-Eckchen gebastelt, wie man ja wohl unschwer erkennen kann, mit ein paar Tools rausgefunden, dass man auch einfach pulverisierte Kohle nehmen kann, um braucht keine Tintensäcke. Da ist das Ding hier. Ein Brunnen fürs Wasser, um sich die Tinte zu machen. Gut, bisschen umgemodelt, da ein Dinkertisch, Werkstatt, Werkzeugstation. Und sonst habe ich eigentlich noch nichts. Ja, bis auf eben das. Das ist das Erste, was ich mir gemacht habe. Man sieht, ich habe den Ofen verbannt und habe jetzt hier einmal einen Stirling-Generator, also einen Kohlegenerator. Verbrennungsgenerator, da wo man beispielsweise Holzkohle reinschmeißen kann, der erzeugt Strom. Und damit kann ich hier quasi einen. Das ist ein Zerbrösler, also der zermahlt. Das habe ich sogar gar nicht gezeigt. Aha. Weiß ich nicht, hatten wir das gemacht? So ein Handkurbler. Denn das ist jetzt das da. Und daneben ist ein Ofen. Beziehungsweise eine Legierungsschmelze, beziehungsweise alles andere halt. So, aus das Ding. Gut, und eine Kiste, wo dann das Zeug eben da reinkommt, weil die Dinger kann man recht schön einfach hier konfigurieren. So, ich würde aber, wenn niemand was dagegen hat, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, das müsste ich vielleicht noch wegräumen. Ein paar mehr Stacks sind schon. Ach ja, und übrigens, ich habe hier gleich mal aufgewertet. Weiß nicht, haben wir das zusammen gemacht? Das Decklimit erhöhen müssen. Ein bisschen viel Migmatit, Pflasterstein. Dafür haben wir teilweise ein bisschen was verbraucht. Oh Gott, Diamant treibt, Diamantblöcke haben wir noch. Eisen, ja. Also ich würde sagen, oh Gott, Redstone sieht mau aus. Ah ja, gut, es geht noch. Lapis Lazuli. Naja, ich habe dann ein bisschen rumgespielt. Natürlich mit der Technik und so, ne? Haus gefällt mir immer noch nicht. Das muss ich neu machen. Also wie gesagt, ich mache hier Wolle hin, glaube ich, ja. Und ich möchte was zeigen. Oder ich was zeigen. Ich möchte was machen mit euch. Denn wie kommt man denn an Rohstoffe? Recht einfach und schön. Abbauen. Haha. Ja. Guter Witz. Ich nicht. Nein, man kann sich eine Art, ja, Fruchtsamen bauen. Hab dafür auch schon einiges hier. Eine verbesserte Energieleitung, weil ich es mir leisten konnte. Ich weiß nicht, ein Stirling-Motor ist vielleicht ein bisschen wenig, aber besser als keiner. Wir müssen mal gucken, wie wir das Ganze überhaupt dann haben. Und es funktioniert, wie ich will. Steinbruch. Platzmarker, Solargenerator, den müssen wir mal gucken, probieren. Ich habe auch richtige Photovoltaikzellen, Solaranlagen. Die Dinger sind recht witzig und gar nicht so schlecht. Also diese hier, Solargenerator. Aber naja, Truhen. Enderleitungen habe ich leider nicht. Da fehlen mir zu Enderperlen und da haben Ebony und ich schon eine Idee. Aber das wollte ich eigentlich aufbauen seit Tagen und habe es noch nicht gemacht. Ich hätte vielleicht gedacht, wir machen das jetzt zusammen. Und würde dafür mit euch ins Selchemed gehen. Einfach so, aus Spaß. Yay! Und ich habe die Welt angeschaut, die ist viel zu schön. Ich bin einfach geradeaus laufen und das ist mein Plan gewesen. Das machen wir jetzt auch zusammen. Wir laufen jetzt einfach geradeaus. Dann sollten wir irgendwann ankommen. Übrigens, hier hat sich Peachy niedergelassen. Ich zeig da kurz mal was. Naja. Was wir auch noch machen müssten, und das mache ich auch demnächst mal. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Ich habe Bücher. Moment, ich habe Bücher dabei. Ne, ja, ich habe Bücher dabei. Ach, das ist dieser. Ja. Habe ich vor, dass man quasi endlich mal so ein bisschen Tropenholz. Ja, brauche ich mal Tropenholz. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Ach ja, wir haben doch die Tinkerschuhe. Einfach machen. Ich bin auf jeden Fall dabei, jetzt wächst ja ganz bevor, wie schon gesagt, ein bisschen was rauszureißen. Warum ist das so ekelhaft grün? Was ist da neuerdings los? Dass hier das Gras an der Seite ekelhaft grün erscheint. Das Schlimme ist, das ist nicht shaderabhängig. Das ist auch wirklich so. Das ist auch ohne Shader so. Frag mich nur wieso. Was habe ich denn in dem Gras getan? Und es ist oft, oft die Feinde, ob die Feinde. Wobei eigentlich auch nicht. Eigentlich doch auch nicht. Schafe, da kriegen wir Wolle raus. Das Schöne ist, wir können uns aus Fäden tatsächlich Wolle basteln und, glaube ich. Wolle! Ja, aus Fäden und ich meine, aus Kapuktuft kann man ja auch. Das kann man hier aus Kapuktuft, ja, ich meine aber Seidenfaden. Hier formlose Herstellung, genau, Baumwolle. Drei Baumwolle. Uno momento. Drei Baumwolle ergibt zwei Fäden. Wow. Naja, aber gut, besser als nix. Und aus drei Fäden kriegen wir Wolle. Gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut. Ich habe ja nicht mal eine 1 zu 1 Geschichte. Ach ja, sehr viel tiefer komme ich hin. Aber hey, muss ich ja nicht. Da gibt es so ein verdammt schönes Herbst. Ruckel, ruckel und studieren. Das ist ein großer Baum. Ja, jetzt haben wir echt also wieder hier ein Lag-Festival. Oh, du Scheiße. Ja. Kann das bitte mal aufhören? Offenbar nicht. Hallo Lava. Wow, wir haben das Lag-Festival überstanden. Frag mich zwar jetzt wieso, was war da hinten, aber bitte, wir haben's. Nur mal gucken, weil es mich interessiert. Video ist. Okay, passt. Ich finde wahrscheinlich mein Biom, was ich wollte, eh nicht wieder. Hallo Tiere. Ist das eine Wüste? Also Sand hätte ich schon mal geklärt, das Problem. Das müsste ich mir merken, dass da eine Wüste ist. Vor allem eine große Wüste. Das ist ein bisschen mehr als einfach nur eine Wüste, oder? Das ist was anderes. Roter Sand, gehärteter Sand. Ah. Ja, das hier war, glaube ich, sehr groß. Weil ich bin das in der Testwelle ja mal abgeflogen zum Testen. Oh, Gott sei Dank bin ich froh, dass ich Bücher habe. Wüsste ja echt nicht, was ich sonst machen sollte ohne Bücher. Outback nennt sich das Ganze hier. Okay.
schön hier. Das einzige Ding ist, es ist gleich dunkel. Und das Problem ist, wir können in dieser Welt nicht schlafen. Weil toller Ack und so. Also es bringt uns in dieser Welt hier nichts. Weil offenbar hängt das Wetter und alles andere aus dieser Welt mit der Hauptwelt zusammen. Wir können es ja mal probieren, ne? Also wir können hier schlafen. So, da haben wir geschlafen, ne? Oh, schön, muss ich sagen. Aber man sieht hier tatsächlich Dimension 0. Das heißt, es hängt an der Dimension 0 fest. Da kann man jetzt nicht viel machen. Die Frage, welche Seite müssen wir gehen? Ja, das ist hier komisch grün, ist hier die Blöcke. Ich verstehe es einfach. Eher rechts oder eher links? Weil ich will zum Herbstbiom. Eigentlich weiß ich nicht, wieso ich dorthin will, aber ich glaube, das eignet sich gut. Es war schön. Hat mir gefallen. Wir wollen dahin. Oder bin ich übers Meer geflogen? Ich bin übers Meer geflogen. Also so weit komme ich eh nicht. So? Ja. Hier hätten wir Kies. Kies. Ich wollte gerade sagen, machst du mal? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Kies und Sand. Zwischendurch wäre Ton nicht schlecht. Warum war das hier so dermaßen miese aktualisiert ist? Ich glaube, ich habe Ton gefunden. Also hier wäre eine Stelle, wo man definitiv was finden könnte, wenn man das will. Man aber nicht muss. Okay, also das da oben ist schon richtig schön. Da will ich hoch. Da will ich jetzt hoch. Also, was habe ich auch noch nicht gefunden? Ja, ich zeige euch bei Gelegenheit den WLAN-Berg schon mal, aber nicht jetzt. Ich will jetzt da hoch. Muss ja eh gleich essen. Habe ich Erde dabei? Ein bisschen. Ja, das kriegen wir hin. War, aber nicht, wenn es ruckelt. Menschenskinder. Warum ruckelt das jetzt schon wieder so? Yay, wir sind... Hoppala. Eine Insel hoch im Norden. Im Norden? Hoch oben.
Na gut, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao, ciao.